So welcome to the Lightning Talks, the day two session. So who of you has never been to the Lightning Talks in his or her life before? Okay, that's quite a lot. So I'll just shortly explain what goes on today here. We'll have short talks called Lightning Talks. They're basically 5-minute talks that any Congress participant may give. You can sign up for this using the Congress. Hallo zu den Übersetzungen von den Lightning Talks. Open to everyone. Wir sind hier ein großes Team, ich nenne jetzt nicht alle Namen, wir machen das vielleicht am Schluss dann. Die Lightning Talks sind Kurzvorträge. Und es ist ein gutes Training für Leute, die Vortrag üben wollen, aber noch keinen Außenvortrag machen wollen. Slide, please. No, I can do that myself. So, a short introduction, how to make the Lightning Talks work for you. Also, es gibt eine kurze Einführung, wie Lightning Talks für dich funktionieren und für uns und für euch und für alle. Das ist eigentlich ganz einfach für die Vortragenden, alle, die hier einen Vortrag halten. Setzt euch bitte schon vorne hin, damit ihr dann schnell zur Bühne kommt, wenn euer Talk dran ist. So, kriege ich meine Folien jetzt auch wieder? Ja, so, the first one was be close to the stage. Also das erste ist nah an der Bühne sein. If your talk comes up, yeah, get on stage quickly. Ja, schnell auf die Bühne raufkommen, wenn ihr dran seid. Talk into the microphone, don't turn ins Mikrofon sprechen, nicht umdrehen, denn dann hört man euch nicht mehr. You can't be heard anymore. You can see your slides down on the monitor here. Ihr könnt eure Folien auch auf dem Monitor vor euch sehen, also braucht ihr careful with this microphone. Einfach vorsichtig sein mit dem Mikrofon. You can advance the slides using this clicker. Mit dem Klicker könnt ihr die Folien weiterblättern. Der liegt immer hier. And just, you know, stay calm. Ja, deliver your bleibt talk. Ruhig, macht euren Vortrag. Stay in time, because these are the bleibt im Zeitrahmen, denn then dies sind die Lightning Talks. After your talk, dann bekommt ihr Applaus am Schluss und dann geht ihr von der Bühne ab. Also, noch was? Please leave the clicker here. Und bitte lasst den Klicker da, denn der nächste Sprecher braucht den dann. So for the audience, of course, be excellent to each other and watch the timekeeper. Seid vorzüglich zueinander, auch für das Publikum. It makes sure that guckt auf den Timekeeper. The talks run on time. Alex, would you like to explain what we see? Alex, here? Willst du gerade das noch erklären? Hallo, ich gebe eine kurze Erklärung von diesem Gerät. Das ist der Time Manager. Eure Zeit auf der Bühne ist begrenzt. Am Anfang sieht es so aus und dann gibt es 5 Minuten für den Talk. Das heißt, man sieht langsam, wie die Zeit abläuft, die Zeit auf der Bühne. Keine Panik. Es geht nicht so fürchterlich schnell, je nachdem, wie ihr die Zeit empfindet. Aber ihr habt 4 Minuten grün. Das heißt, wenn grün ganz oben ist, noch keine Panik. Keine Panik, da kommt immer noch 1 Minute. Die letzte Minute wird in gelb angezeigt. Und wenn es so geht, dann sind noch 30 Sekunden. 30 Sekunden, dann musst du langsam zum Ende kommen. Und wenn es so aussieht, ja, so vielleicht, dann ist es vorbei. In den letzten 5 Sekunden gebe ich dir ein Signal und dann müssen wir wirklich zusehen, dass du darauf achtest. Und wenn du immer noch redest, dann müsst das ganze Publikum, ihr alle, dann müsst ihr so machen. 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Wunderbar. Das war okay, das üben wir am besten aber nochmal. 5, 4, 3, 2, 1. Eins. Gut. Very good. Thanks. Schön. Vielen Dank. So, what's left for the audience? Of course, there are translations Publikum. Available. So, if you call your deck for übersetzt ins Deutsche. You can listen to a translation of the talks here. So, we have a couple of German talks. Those will be translated to English. Einige Englische. Some of the German talks will be translated into English on the same channel. Translated stream on your. Whatever device you use to watch the streams. Please give a warm round of applause for the translation team who does really awesome work this year. And every year, of course. Vielen
Final note for potential speakers. We noch etwas zu den Sprechern. Wir haben die Sessions für die Tage 2 und 3 sind schon voll. Also wenn du noch einen Talk machen willst, Tag 4 gibt es noch einige freie Plätze, einige freie Slots, 12 oder so. Und auf dem Congress-Wiki könnt ihr nachgucken, wie ihr euch anmeldet. So, das war's. Los geht's. Okay, so 5 minutes. In 5 Minuten. Ich bin Nicola, ich rede über Technologie und Bildung. Ich arbeite für Education International. Wir repräsentieren 32 Millionen Lehrer und Bildende über die Welt. Ich gebe euch einen Hintergrund, was global auf dem Hintergrund von Bildung passiert mit den Sustainable Development Goals. Es wird einige Mit-Profit-Interessen vertreten und ich kümmere mich um die Nicht-Profit-Interessen. Wir müssen uns darum, ich rede darüber, wohin müssen wir investieren in Erfindung oder es ist nicht wirklich genau klar, was es bedeutet. Bedeutet Innovation Technologie? Bedeutet das Qualität? Ist es wirklich so, dass das ist, was wir brauchen? Ist es wirklich so, dass uns das weiterbringt? Bringt uns das in eine inklusive Gemeinschaft? Das zweite ist, in diesem Feld gibt es ein starkes Interesse in Data Mining, ob wir unseren Erfolg messen können, werden die Ziele von uns erreicht. Es gibt viel Interesse von Firmen, hier zu investieren, private Firmen und hier viele Daten zu erzeugen. Und was die Frage an uns ist, was passiert mit dem Datenschutz, besonders bei Kindern? Also, hier sind einige Neuigkeiten. Es gibt eine der riesigen Technologiegiganten und Venture Capitalists, Google, Facebook, Apple, Microsoft. Und Pearson ist zum Beispiel in den USA sehr aktiv und auf der ganzen Welt. Ihnen gehört eigentlich zum Teil das ganze Bildungssystem und sie haben viel Geld für Lobbyarbeit. Und sie haben sie bieten eine Ausbildung für Lehrer an und designen das Curriculum und haben die Tests. Sie haben Labore in Indien, wo sie das in den ärmeren Ländern testen und dann skaliert es auch. Und dann gibt es die Privatschulen, den internationalen Akademien, wo Kinder jeden Tag bezahlen müssen, dass sie zur Schule gehen können. So, das heißt, man kann auch Geld machen aus den ärmsten Kindern und das ist eine gute Investition. Und die innovative, und sie sagen, wir sind sehr innovativ, wir benutzen die Technologie und sie geben den Lehrern ein Tablet und dann lesen sie die Lehrer von dem Tablet einfach den Lehrplan vor, setzt euch hin und lest dies und das und in Kenia und in Uganda und so wird das dann so gemacht. Und andere Sache gibt es noch, ich habe noch mehr Online-Sources, die ihr später nachgucken könnt und dann könnt ihr auch Pause machen in der Präsentation und einmal tief durchatmen. Und natürlich gibt es Probleme mit dem Copyright. Es gibt 5 große akademische Verlage, die haben bereits 50% des ganzen Marktes und es gibt eine digitale Marktdirektive und es gibt keine Ausnahme für Bildung. Und als Fazit würde ich sagen, ich lade euch alle ein, wir brauchen gute Qualität in der Bildung und Technologie, die Sinn macht und der Gesellschaft hilft und ich möchte euch einladen zu meinem Workshop.
Für alle, die in der Bildung arbeiten und die Bildungspolitik voranbringen wollen, und dann können wir es global einbringen. Und bitte kommt zu dem Workshop und wir können zusammenarbeiten und einen besseren Weg finden, um Technologie in der Bildung zu benutzen. So, jetzt bin ich doch schon fertig. Ich habe es so oft geübt. Ja, vielen Dank. And sorry, translators, I'm really sorry. That was probably horrible to translate this talk. So thank you, translators, as well. Thank you. Next up is the Iridium talk. Als nächstes ist der Iridium talk, Vortrag. You may start. Hi. Hallo. So I'm just giving small overview of, ich gebe einen kurzen Überblick über Flotix, über Zeichnen mit Google Earth und den Iridium-Satelliten. Einige von euch haben die vorherigen Vorträge gesehen, wo wir den Iridium-Kram schon gezeigt haben. So, what happens if you, was passiert, wenn Iridium für ein Jahr arbeitet es jetzt? Was passiert, wenn Iridium die Daten vom Satelliten senden? Daten vom Satellit, wo der Spotbeam die Erde trifft. Das sind sehr viel geokodierte Daten. Das sind 1 bis 2 Daten pro Sekunde. Das sind sehr viele Daten. Als Basis, um die Daten zu zeichnen, dachte ich, Google Earth ist das, was man machen sollte. Es funktioniert auf Linux. Es ist mehr oder weniger nicht kooperativ. Es stürzt häufig beim Starten ab. Es gibt solche Tricks wie nach dem Start, 1 oder 2 nach Sekunden nach dem Start draufklicken, dann stürzt es nicht ab, aber für mich funktioniert es. Der Input ist das, was das Iridium Toolkit rausgibt. Das ist die Position des Satelliten, die Altitude, die Höhe. Das ist, wo man denkt, dass der Beam die Erde trifft. Und die Nummer des Satelliten. Dann hat man das Perl-Skript, das ich geschrieben habe, das die Information konvertiert in ein anderes Format, das ich euch später zeigen werde. Und dann bekommt man etwa diese Position der Satelliten. Und als das Output-Format ist in etwa dieses. Ist nicht das Beste für Touristen, es ist ein bisschen schwer zu lesen. Du kannst auch die Live-Ansicht bekommen der Satelliten. Google Earth unterstützt den Fakt, dass man das KML-File alle 4 Sekunden neu laden kann. Eine sehr geringe Bandbreite, aber du kannst sehen, wo die Satelliten gerade sind. Das ist von gestern, die Daten. Die Daten, die Spuren sehen etwas voll aus. Und daher habe ich die gesamte Erde in Quadrate geteilt und das Weitere dann runtergebrochen und je nach Signalstärke weiter aufgetragen. Dieses ist, wo sie denken, dass der Satellit, die jetzt Streifensatellit die Erde trifft. Du kannst den äußeren Radius sehen, der ungefähr 700 Kilometer groß ist, was technisch gesehen so genau die Auflösung ist auf der Erde. Und man kann sich überlegen, dass das Satellit ungefähr in der Mitte dieses Kreises sein müsste. Man kann auch die Satellitenposition zeigen. Die Satellitenposition sieht ungefähr so aus. Die Artefakte in schwarz, in rot sind stärkere Signale. Man sieht von der Antennencharakteristik, dass der Empfänger geben sich die roten Punkte. Und je nachdem, wo Gebäude stehen und die Antennen verdecken, kriegt man weniger Empfangsstärke. Der Kreis in der Mitte ist ein Artefakt des Iridium-Satelliten, da die Antenne nicht genau runter zeigt, sondern das Signal ist
etwas außerhalb des Centers etwas stärker. Das Output-Format sieht ungefähr so aus. Es ist relativ klein für jedes Quadrat, das wir haben in XML-Format. Man bekommt 100 Megabyte von XML-File, was Google Earth sehr, sehr langsam macht. Der Quellcode ist Teil des Iridium-Toolkits. Du kannst es auf GitHub runterladen. Thank you. Soweit von mir. Vielen Dank. Thanks a lot. So, next one is opening patents for makers. So, Patente für Maker öffnen ist der nächste Talk. 16 to 9 ratio. Ja. Hallo? Ich habe eine große Idee, wie man die legale Sicherheit machen kann für Patente. Und diese Idee heißt, grünes grüne Licht bedeutet, legale patentrechtliche Fragen herausfordern. Und die Patentumgebung ist, und es scheint hier sich nichts zu ändern. Beim Internet of Things erwarten wir noch mehr einzelne Lösungen und Verbesserungen und keine disruptiven Technologien. Und die Qualität ist von solchen Lösungen ist ein anderes Problem. Aber mit der Greenlight-Idee möchte ich den Komfort und die Rechtssicherheit von Makern verbessern, die basteln, die mit Geräten rumbasteln, mit patentierten Geräten. Denn das Problem ist, dass der Patentinhaber das Recht hat, gegenüber einem Maker das Patent durchzusetzen, selbst wenn dieser Maker damit kein Geld verdient, sondern nur Informationen weitergibt und Anleitungen, wie man das Gerät verbessern kann und neue Funktionen einbauen kann. Aber es gibt ja eine Lücke. Ganz kurz. Ein Patent erzeugt ein Marktmonopol. Und dieses Monopol ist beschränkt durch Beschränkungen. Und einige Benutzungen sind erlaubt, ohne Genehmigung des Patentinhabers. Aber keine davon sind für Maker geeignet. Und es gibt eine Ausnahmemöglichkeit. Aber mit meinem Vorschlag, mit dem Greenlight, das sehr einfach ist, ich möchte eine kleine Änderung in der Patentumgebung machen. Ich möchte den Bereich der öffentlichen Verbreitung vergrößern. In meiner Doktorarbeit habe ich das vorgeschlagen, die bald öffentlich im Open Access veröffentlicht wird. So, das ist die Idee dabei. Ein anderer Aspekt ist noch, dass Patentinhaber, Firmen haben ausgenutzt, haben die Maker-Community ausgenutzt und Geld daraus gemacht und schlimmstenfalls auch noch patentiert. Und heute müssen wir Folgendes machen. Wir müssen eine Datenbank machen, etwas ähnlich wie GitHub vielleicht oder Defensive Publications, aber noch anders mit der Konzentration auf Hardware und softwarebasierte Hardwarelösungen. Und man kann auf dieser Visualisierung sehen, dass diese Database Maker-Ideen zentralisiert und durchsucht die Datenbank der Patent Offices, der Patentämter. Und das Konzept ist, dass alle Ideen, die in der Datenbank veröffentlicht wurden, in der Greenbase, würden auch durch Patentausnahmen geschützt würden. Und im ersten Quartal 2017 wollen wir ein Lenkungskomitee einrichten, sodass alle das lesen können. Das nächste wäre, dass man Communities macht, die dazu beitragen. Und Ende 2017 wollen wir diese Datenbank, dass sie läuft und funktioniert. Und später wollen wir noch über andere Intellectual Property, anderes geistiges Eigentum bearbeiten. Und mit diesem Vortrag möchte ich euch aufrufen, wenn ihr dazu was beitragen könnt und die Freiheit der Maker ist wichtig für euch, dann könnt ihr euch an mich wenden. Vielen Dank. Thank you. Next up is decoding AFSK data. Der nächste Vortrag ist Decoding AFSK Data, also
Dekodieren von Frequenzumtastungsdaten. Hallo zusammen. Ich spiele gerne mit alter Hardware rum, wie zum Beispiel dem Commodore 64. Heute habe ich mich auf ein spezifisches Gerät beschränkt. Das hier, das ist eine Datasette und das ist ein Speichermedium. Das war in den 80ern sehr populär, weil es viel billiger war als Diskettenlaufwerke. Und als Speichermedium benutzt es Audiokassetten, wie diese hier. Man konnte also leere Kassetten benutzen, um seine eigenen Daten rauszuspeichern. Man konnte aber auch Kassetten kaufen, auf denen schon etwas aufgenommen war, zum Beispiel Spiele oder Anwendungen. So eine Kassette kann man nehmen, kann sie in einem Kassettenrekorder abspielen. Und das hört sich so an. Let me do it once again. So, this may have reminded you of other devices. Das kann euch an andere Geräte der 80er erinnern, zum Beispiel Modems oder Faxmaschinen. Und diese Geräte hören sich ähnlich an, weil alle die gleiche Modulationstechnik verwenden, um Binärdaten in ein Audiosignal umzuwandeln. Diese Modulationstechnik nennt sich Frequenzumtastung oder auf Englisch Audio Frequency Shift Keying, AFSK. Und wie kann man das in Binärdaten zurückkodieren? Also wie kriegen wir aus dem Audiosignal wieder unsere Bits und Bytes? Das ist die Wellenform und wenn wir da reinzoomen, in einem sehr hohen Zoom-Level fangen wir an, einzelne Pulse in dem Signal zu sehen. Ein Puls ist ein sehr kurzes Segment, das fängt in der Mitte an, geht wieder nach oben, dann nach unten und dann wieder auf die Mittellinie. Und wenn du es dir genau anschaust, siehst du, dass es mehrere identische Signale gibt. Und es gibt dann auch noch ein paar andere, etwas längere identische Pulse und dann noch eine dritte Gruppe mit noch längeren Pulsen. Es gibt also drei verschiedene Pulse, lang, mittel und kurz. Und um das zurück in Binärdaten zu kodieren, müssen wir uns diese Pulse in Paaren anschauen. Jedes Paar von zwei Pulsen hat eine bestimmte Bedeutung. Lang, mittel bedeutet Start des Bytes. Mittel, kurz ist eine 1 und kurz, mittel ist eine 0. Das sieht schon recht bekannt aus. Vielleicht seht ihr, dass wir 9 Bits haben und nicht nur 8, was man für ein Byte erwarten würde. Und das ist, weil das letzte Bit für die Fehlerkorrektur verwendet wird. Momentan ignorieren wir das und denken einfach mal, dass die Daten korrekt sind. Und es gibt noch einen letzten Schritt, denn die Ordnung der Bits ist, dass das wichtigste Bit am Ende kommt. Das heißt, wir müssen es umdrehen, um es in der Standardnotation zu lesen. Dann haben wir 1000001. Und das ist ein einfaches Byte, Dezimal 145. Und hurra, wir haben es geschafft. Wir haben erfolgreich ein sehr kurzes Segment zurück in ein einzelnes Byte kodiert. Wenn ihr euch dafür interessiert, habe ich ein sehr kurzes Ruby-Programm dafür auf GitHub geschrieben, das das automatisiert. Das könnt ihr euch anschauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich einfach nach meinem Vortrag. Danke. Thank you. So, the next talk is called der nächste ist SIPSA. Guten Morgen. Mein letzter Lightning Talk auf dem CCC war, und jetzt haben wir einen Clicker, das ist wunderbar. Wir sprechen über SIPSA, das ist etwas Kleines, was ich gemacht habe. Und es geht um Anonymität im Internet und es ist ein sehr weitreichendes Topic und es gibt zwei unterschiedliche Standpunkte. Und das eine ist, okay, wir sind anonym, wir können alles machen und niemand wird uns finden. Und das andere ist, dass, was auch immer du tust, es gibt immer Tools, die dich finden können. Und worüber ich sprechen will, ist ein Vorschlag, das vielleicht
zu korrigieren. Ganz kurze Zusammenfassung, das ISO-Netzwerkmodell auf Schicht 3 gibt die sogenannten IP-Adressen. Und das Traurige daran ist, dass IP-Adressen korrekt sein müssen, damit das Zeug geroutet wird. Und wenn es falsch ist, wenn die IP-Adresse falsch ist, dann kann es nirgendwo hingehen. Das heißt, man kann die nicht verschlüsseln oder entfernen oder so. Das ist vielleicht ein Problem. UDP ist die Basis für meine Idee und das wird uns hier helfen. Wie ihr wisst, ist UDP stateless und das bedeutet, es gibt keinen Three-Way-Handshake und wir müssen nicht eine Verbindung aufbauen als solche. Wir können einfach direkt Daten senden und auf Schicht 3 über UDP können wir einfach eine IP-Adresse setzen für Ziel und naja, man kann auch echte Daten da drin haben, die zu unserem Ziel gehen sollen. Aber wir können zum Beispiel die Source-IP-Adresse ändern, nur nicht die Zieladresse. So, benutzt mehr Bandwidth, steht überall. Und ich habe etwas geforscht und in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, sind Netzwerkgeschwindigkeiten sehr, sehr stark gestiegen. Und wir verschwenden einfach Bandbreite heute. Denn was wir machen, ist, wir erzeugen riesen HTML-Webseiten, 1 oder 2 Megabyte, die einfach ganz schnell laden können. Und früher waren es vielleicht einfach nur 50 Kilobyte in derselben Zeit. Und mein Vorschlag ist jetzt einfach, wie wir diese Bandbreite nutzen können. SIPSA, wir senden nicht nur ein UDP-Datagramm, sondern wir senden einfach mehrere. Wir können zum Beispiel 64 UDP-Datagrams senden und wir erzeugen eine zufällige Source-Liste und eine zufällige Zielliste, zum Beispiel jeweils 8, und dann senden wir alle diese 64 Kombinationen. Das SIPSA-Protokoll ist über Schicht 4 und im Standard gehört wieder eine Schicht 3 darüber. Das heißt, man kann auch das der IP-Verbindung, TCP-Verbindung. Und es erlaubt auch Erweiterungen. Hier ist ein kurzes Beispiel. Einige dieser 64 Pakete. Kann mir jemand sagen hier, welches Source-IP und welche ist Destination-IP-Adresse. Und ja, die sind einfach völlig identisch, außer von diesen Feldern. Und das heißt, in diesem Fall von diesen 64 Paketen haben wir eine Wahrscheinlichkeit von unter 2%, beide korrekt zu raten. Wenn man noch mehr Privacy haben will, können wir die noch mehr Pakete senden und die Anonymität erhöhen. Und wenn man ja, SIPSA gibt einem ein bisschen statistische Anonymität. Und ich will noch etwa 4-mal so lange darüber reden. In der Session We Fix the Net, 17.45 Uhr in Halle B, das ist ein Stockwerk tiefer. Ja, und kommt dazu, ihr könnt euch die Demo angucken, die ich gemacht habe in Python. Auf GitHub gibt's die jetzt schon und ihr könnt mir auf Twitter folgen. Manchmal mache ich Tweets über Sachen. Okay, vielen Dank. Thank you. Danke. And now, efficient Wi-Fi phishing. Und jetzt effizientes Wi-Fi-Phishing. No one here to give this talk? Keiner da. No? Anyone would like to try themselves on some, will irgendjemand anders versuchen, einen spontanen Talk zu halten? Yeah, then we have to skip this talk, okay, der Vortrag wird übersprungen und es geht weiter mit Open Care. Open Care. Open Care. Oh no, people, you can't be serious. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Was habt ihr gestern gemacht? Ja, ja. So. Anybody willing to give the give this talk without knowing what it's about? Will irgendjemand diesen Vortrag halten, ohne zu wissen, worum es geht? We'll just skip it. Okay, dann überspringen wir den auch.
Es tut mir leid, um die Leute, die diesen Evolving Internet Transport Neat Project. I already saw your shirt, yeah. Wir machen weiter mit Neat Project. Alright, start. Los geht's. Hallo. There are lots of really cool things happening in the internet. Und es passieren eine Haufen coole Dinge im Internet. Almost everything that happens in the ITF is not deployable and is never going to be used. It's very hard. We are building a system to make the network API easier to write against and then give us a way so we can change the things that happen underneath it. Wir versuchen das zu ändern, was unter dem Protokoll passiert. Ich denke, du hast den Blank Screen Button gedrückt. Warum würde das passieren? Die API, die wir jetzt als Socket API geschrieben haben, die in den 1980ern geschrieben wurden, die Originale, die wurde in einer Zeit geschrieben, als das Netzwerk sehr neu war. So we just reproduced the file system APIs for dealing with the network. Wir mussten sie neu schreiben, die damals gemacht wurde. Damals, die API, die damals geschrieben war, hat einen guten Job gemacht, die Dateien am anderen Ende zu spiegeln. Damals war sie gut, aber es ist ein sehr altes System. Wie das Netzwerk damals aussah, war sehr passiv. Wir haben immer Diagramme, wo das gesamte Internet als Wolke abgebildet ist und es ist nichts drin. Die Socket API ist immer eine Wolke und alles da drin ist nicht genau ausgeführt. Was wir jetzt gemacht haben, ist in der Mitte kleinere Pakete eingebaut. Und es gibt Leute, die versuchen, Firewalls zu bauen und ihre eigene Wolke abschotten wollen. Wir können deshalb nicht alles machen. Und daher ist es sehr, sehr schwer, das gesamte Netzwerk mit TCP abzubilden, ohne komplizierte Transformierungen zu machen. In der Vergangenheit haben wir versucht, 2.5G ist wirklich langsam. 3G, you might have really nice low latency for a while, but it's going to shoot up. A Wi-Fi link isn't a Wi-Fi link. I mean, behind it there could be a fiber connection. Wi-Fi ist nicht immer Wi-Fi. Es könnte auch was ganz anderes dahinter setzen. 3G ist viel zu limitiert. 4G wird sehr groß helfen. Die Bandbreite von 4G wird alles sehr viel einfacher machen. Jetzt haben sich die Voraussetzungen stark geändert zu der Vergangenheit. Wir wollen, dass möglichst viele Leute daran teilnehmen können. Und das, was die API gerade jetzt macht, ist bis jetzt nicht machbar für die meisten Leute. Die mittlere Box, das Internet abstrahiert, ist sehr schwierig für viele Leute, daran teilzunehmen. Leute müssen sich sehr in technischer Tiefe damit auseinandersetzen, wie man um die Dinge herumgeht. Man weiß nicht, ob die Pakete wirklich durchgehen. Jeder Webbrowser hat selber eine sehr komplexe Bibliothek und wir versuchen das Ganze zu vereinfachen. Für einen Netzwerkprogrammierer sollten wir eine sehr gute API haben, die sehr einfach ist und die ermöglicht, coole Sachen zu machen. Wir haben eine neue Bibliothek, sie ist Open Source. Und sie stellt bereit eine API, um Applikationen zu schreiben. Sie stellt bereit eine Discover-Funktion, um zu gucken, was ist eigentlich verfügbar,
Welche Konfigurationen gibt es? Andere coole Dinge? Eine gute Bibliothek, sie ist sehr zu empfehlen. Das Projekt ist komplett Open Source. Man kann es sich auf GitHub anschauen. Du kannst uns auf die Webseite gehen. Wir haben Unterstützung für Core-Übersetzung für verschiedene Protokolle und Transformation zwischen den Protokollen. Wir sind ein Research-Projekt und wir unterstützen euch gerne. Vielen Dank. Thank you. So, have the speakers for efficient Wi-Fi phishing or OpenCare arrived yet? No. Then we'll just continue with the other talks. If anyone here has a talk they would like to give. Wir machen dann mit den anderen Vorträgen weiter. Falls jemand hier einen Vortrag hat, der auch den er mitgebracht hat auf USB-Stick oder anderem portablen Format, können wir den am Ende gerne noch einbauen. Und wir machen einfach weiter. Der nächste Vortrag ist über Feinstaub. Okay, go ahead. Okay, los geht's. Something in German. I'm trying in regular German. I'm from the area of Stuttgart, and it's the dirtiest town in Germany. We've got a project where we want, from a dirty project, we want to collect data. The build kit is about 30 euros, and these are the parts. From AliExpress for 30 euros directly from China, delivered, assembled, we just have to plug in 7 cables. This is what it looks in Stuttgart. There's posters at bridges or, and you should not drive your car or you should turn down the heating, and the industry should work less because of the fine dust. Why is there a fine dust alarm? There's a European law, and you may only have 35 microgram per cubic meter, and you may exceed this at 35 days a year. Stuttgart is exceeding this regularly, and we want to have better data about this. And the official measurements are just once a day, and we are measuring every minute. This is what the dirty station looks and at the Neckartor, and this is the measurement station. There's quarrel about if this is really the dirtiest part, but here is all the measurements made. These are the measurements over the last years, starting with 2005, with 187 exceedings of the fine dust values. We are down to 172, and this year we're at 142. When now the law kicks in, there will be 6-digit euro fines for the town, for the city and the land. So this is the normal flow of the day. There's sometimes exceeding, sometimes not. This is on weekends when less people are driving and less people are working, and this is after Easter, and then you have the first exceedings with travel back traffic. So we came over this code, and we want to collect data, and everyone should have access to the data. And there were no measurement data, so we decided to make it ourselves. So we've got we wanted to have 300 sensors in Stuttgart, but we have exceeded this, and we want to conquer the whole world with this system. We don't measure this gravimetric, but optically, so we're not as accurate, but we've got well, we're almost as good, but we're almost as good as the professional measurement units, and so we really did something there. So here, this is what the map looks like. We're anonymizing
the sensor locations, and entsprechend hat man mehr. So sieht zum Beispiel jetzt this is what last year and this year Christmas and New Year looks like, and now when the first rockets start, then the fine dust values go up. And as every child knows, after a few minutes you see nothing in the air on New Year's. Half an hour later, the fine dust starts to blow away. It takes about 5 hours until it gets normal again. And it's not only the traffic, but the people themselves are producing a lot of fine dust. So this is what it looks like. There's a USB cable, a micro power supply, and Wi-Fi to send the data to our API. So now we've got the... We may officially measure this, and they're measuring this at this monastery, and they just used our measurement devices. So we won't be able to. So we're going to Dominican Republic, weil die blasen halt auch alles raus und das wird halt auch mitgemessen. Super. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. So, yeah. So it seems the speakers have arrived now. That we're just a little bit late. So have you just arrived and want to take a rest, maybe 5 minutes? I've seen the speaker for Open Care already, right? So if you would like to come up on stage, please. Let me just load your presentation. It's a 16:9 ratio for the video folks. All right, you may start. Okay. This is how you can reach me if you have any questions. So könnt ihr mich erreichen, wenn ihr irgendwelche Fragen nach meinem Vortrag habt. Ich bin Nadja Edimam. Es ist eine der Gründerinnen von einer Community, die Online- und Offline-Events in Siedlungen leitet. Mitglieder sind Menschen, die an alternativen Antworten zu systemischen Krisen arbeiten. Und auf unserer Plattform teilen Menschen Erfahrungen aus erster Hand über ihre Schwierigkeiten. Unsere Vision ist, dass jeder Mensch zu ihrem vollen Potenzial als verantwortungsbewusster Akteur in seiner Umgebung leben kann. Das hier sollte ein Graph sein, ein Diagramm. Ihr solltet das Bruttoinlandsprodukt nach oben aufgetragen, nach rechts aufgetragen sehen und nach oben die Kosten für Versicherungen, für Gesundheitsausgaben nach oben aufgetragen sehen. Wir sehen, dass die Kosten für Versicherung, für Krankenvorsorge stark steigt und das nutzen Menschen am rechten Rand für ihre Propaganda. Und Populisten sagen, dass du, wenn du weiße Haut hast, dich darum nicht kümmern musst. Wenn du am richtigen Ort geboren wurdest, dann werden wir dich schützen. Und dieses Framing eines Nullsummensystems ist nicht unbedingt wahr. Das hängt davon ab, wie du es dir anschaust. Das hier zum Beispiel ist ein Ultraschallgerät, das auf Prinzipien von freier Software und Hardware basiert. Damit kann man frühe Prognose und Notfall-Care abwickeln. Das ist ein Biolabor in Oakland. Sie wollen die Wissenschaft hinter
hinter sehr, sehr wichtigen Medikamenten wie Insulin dezentralisieren. Einer der Gründer hat Typ 1 Diabetes und hat daher Erfahrungen, wie teuer und anstrengend das ist. Das ist ein System für Peer-to-Peer-Alternativen für Notfalldienste, so wie in Deutschland 112. Das ist eine Anwendung, die gegenseitige Abmachungen ermöglicht. Wenn ich einen Knopf drücke und irgendein Problem habe, dann antwortest du oder du oder du und umgekehrt mache ich das auch für euch. Und das ist für Risikogruppen, die nicht gerne zum Beispiel einen Krankenwagen rufen. Und wir haben hunderte von diesen Initiativen gesammelt und es gibt noch tausende mehr. Sie sind vielversprechend, sie sind schön, sie sind hoffnungsvoll. Das Hauptproblem allerdings damit ist, dass jede dieser Initiativen auf einem Mikro, auf einer Mikroebene Ebene des Problems arbeitet. Wenn wir den Aufstieg dieser autoritären Bewegungen verhindern wollen, dann müssen wir schauen, wie wir die Gegeninitiativen verbinden können. Und ich glaube, hier kann die Tech-Community ganz viel zu beitragen, denn viele dieser Initiativen sind vielleicht sehr effizient damit, wie sie mit Menschen arbeiten, aber sie reden nicht miteinander. Und hierzu möchte ich euch einladen, euch einzubringen. Wie würde ein System aussehen, wenn es ausschließlich aus diesen verschiedenen Initiativen bestehen würde, die tatsächlich miteinander arbeiten? Wir möchten ein Open Care Pop-Up Village öffnen, wo wir sie in einem Ort zusammenbringen. Und dann können wir eine lebendige Demo starten, denn die Krise, ob sie politisch oder ökonomisch ist, das ist eine Krise der Fantasie, eine Krise von eurer Möglichkeit, euch selbst zu sehen und miteinander zu leben und miteinander unterschiedlich zu leben. Wenn ihr es aus dem Reich des Unvorstellbaren in das Reich des Unumgänglichen bewegt, dann können wir echt viel erreichen. Thank you. Yeah. So, we'll get back on track with the, so, jetzt machen wir im normalen Programm weiter. Is in a 4:3 ratio, I think. Yeah. Okay, sorry for the delay. So, ich bin George. Ich bin der Autor von Wi-Fi Fisher. Und was ist Wi-Fi Phishing? Wi-Fi Phishing will zwei Sachen machen. Erstens, there are many ways to do that. I'm not going to go into much detail. The second thing that we want to do as soon as the victim is in our fake access point. Man will auch dem jemandem einen falschen Wi-Fi Access Point unterjubeln, so eine falsche Facebook Login Seite. Everybody knows. Jeder weiß, dass es gibt Möglichkeiten, WPA zu cracken. Das ist sehr schwer. Aber wegen der Hash-Funktion, die benutzt wird. Und eine Alternative ist einfach, Phishing zu machen stattdessen. Man kann erstmal bei dem Phishing, wir machen sowas wie dies hier. Wir machen eine falsche Router-Webseite und gucken, dass das Opfer sich mit unserem verbindet, mit unserem Access Point verbindet und fragen nach dem Passwort. Und das muss sehr realistisch aussehen. Und wir können einige Tricks benutzen. Einige der Tricks sind, wir können zum Beispiel rausfinden, von den Beacon-Frames rausfinden, die an ihre Clients senden. Wir können rausfinden, aus dem Header noch einige Informationen rausziehen und dann kann man eine Fake-Seite machen, die sehr realistisch aussieht. Diese Seite zum Beispiel, wir benutzen die BSS-ID, die MAC-Adresse des Routers und wir wissen, dass das Netgear ist in diesem Fall und wir wissen die Verschlüsselung und so kann man diese Seite sehr, sehr realistisch gestalten. Und dies hier ist
ein besseres Beispiel. Und was man hier sieht, ist auf der rechten Seite, das sieht aus wie der Windows-Netzwerkmonitor. Das ist es aber gar nicht. Das ist in Wirklichkeit die Webseite. Und wie man hier sehen kann, dass die Beacon-Frames, die Pakete sagen uns genau, was es für Netzwerke gibt hier in der Gegend. Und wir wissen, was der Nutzer benutzt. Er benutzt Chrome, also kopieren wir exakt diese Seite. Und das ist eine fortgeschrittene Fake-Technologie. Und viele fallen darauf rein. Und einige hier haben das gemacht. Es sieht sehr realistisch aus. Das ist natürlich macOS und das ist sehr ähnlich. Und das oben ist ich weiß nicht mehr, welches das echte ist. Ich glaube, oben ist das echte, aber ich weiß es nicht mehr. Und sie sehen genau gleich aus. Und wir wissen, was der Benutzer für ein Operating System hat, für ein Betriebssystem hat. Wenn es macOS ist, dann haben wir dies. Und wenn das Windows ist, dann haben wir dieses hier. Und je nachdem Browser können wir Chrome das so zeigen oder wir können das bei Firefox anders anzeigen und so weiter. Und man kann diese Angriffe hier alle machen. Mit dem Penetration Test kann man rausfinden mit Wi-Fi Fisher 1.2 und einige Szenarios sind da schon drin. Und wenn du ein Programmierer bist und uns helfen willst, dann ja, herzlich willkommen uns und das ist alles von mir her. Thank you. And we are even on time now. So we'll continue with law hacking, radio device regulation. So, jetzt geht's um radio hacking. 4x3. Funkgeräte Regulierung. Da ist auch wieder 4:3. Okay. Hallo, ich bin Max und das ist Jeska. Wir arbeiten an der TU Darmstadt bei der Secure Networking Group und wir sprechen über die Regulierung der Funkgeräte und warum die nicht funktioniert für uns. Und falls euch das nicht interessiert, wir haben einige Katzenfotos für euch, wenn euch der Rest nicht interessiert. Und es gibt eine neue EU-Direktive und die reguliert alles, alle Geräte, die senden und die Software da drin. Und das ist implementiert im Funkanlagengesetz in Deutschland. Und es gibt einen neuen Entwurf, der bald im Bundestag sein wird. Und wir hoffen, dass wir da noch einiges ändern können. So, was ist hier das Problem mit diesem Funkanlagengesetz? Das eins habt ihr bestimmt schon gehört. Es verhindert die Installation von Third-Party-Firmware oder nicht zertifizierter Firmware auf bestimmten Geräten, zum Beispiel Wi-Fi-Routern oder vielleicht auch auf Smartphones oder Laptops oder andere Sachen. Und außerdem gibt es noch das Problem als Forscher, dass es keine Ausnahmeregelung für Forschung und Lehre gibt. Und zusammen mit den deutschen Gesetzen, die strenger sind als die EU-Richtlinie, würde das auch den Betrieb von nicht zertifizierten Geräten illegal machen. Das ist in der EU eigentlich nicht der Fall. Also wir können zum Beispiel veränderte Geräte nicht benutzen, die dann ihre Zulassung verloren haben. Und das beeinträchtigt wirklich unsere Forschung. Und es könnte auch eventuell einen negativen Effekt haben auf Software-Defined Radio. Also hier sind Sachen, die wir befürchten, was passieren könnte. Wir können vielleicht nicht mehr Hardware, die wir gekauft haben, modifizieren für Notfallkommunikation. Und es wäre wirklich wichtig, dafür Hardware modifizieren zu können. Und das Zweite ist, es wäre vielleicht illegal, modifizierte Systeme zu betreiben und die Modifikation könnte einfach nur sein, eine andere Antenne dran zu bauen. Und das Letzte ist, ganz Wichtige auch, dass Software-Defined Radio vielleicht auch unmöglich gemacht werden, weil die eben Software-Defined sind und Software muss zertifiziert werden für die Hardware und man kann nicht mehr einfach seine eigene
Forschungssachen programmieren. Ja, und was können wir machen? Wir haben ein Joint Statement vorbereitet von verschiedenen Forschungsgruppen und wir suchen andere Forschungsgruppen, die dieses Statement unterstützen. Wir verlangen einige spezifische Änderungen für die deutsche Implementierung und leider sind wir an die EU-Direktive gebunden. Das heißt, wir können nicht alle Probleme beheben, aber wir können auf jeden Fall das deutsche Gesetz etwas weiter öffnen und es wird ein erster Schritt sein, auf dem Weg zur Europäischen Kommission, um sie zu bewegen, sinnvolle Änderungen zu machen und sinnvolle Entscheidungen, welche Geräte im Lockdown sein müssen und welche nicht. So, wenn ihr eine Forschungsgruppe kennt in diesem Bereich, dann nehmt Kontakt mit uns auf. Wir haben eine E-Mail-Adresse und wir haben das Draft Statement, den Entwurf online und wir haben auch einige ausgedruckte Exemplare bei den Chaoswellen Assembly, das in diese Richtung hier Richtung Halle 2 und ihr könnt natürlich auch direkt uns ansprechen. Und falls ihr kein Forscher seid, dann gibt es trotzdem Wege, wie ihr helfen könnt. Wenn ihr Deutscher seid, könntet ihr euren Bundestagsabgeordneten schreiben, insbesondere wenn er oder sie im Ausschuss für Wirtschaft und Energie ist. Und es gibt eine ganz winzige URL hier und das ist die Liste aller Mitglieder in diesem Ausschuss. Wenn ihr aus anderen EU-Ländern seid, dann muss euer Land diese EU-Richtlinie auch umsetzen, diese 2014/53/EU. Und dann könnt ihr herausfinden, ob euer Land das besser umgesetzt hat und wenn nicht, dann auch das zu beheben. Wenn ihr aus Amerika seid, da gibt es eine sehr ähnliche Regelung der FCC, von der ihr vielleicht gehört habt und dann könnt ihr versuchen, das zu beheben. Und wenn ihr von ganz woanders seid, dann könnt ihr uns einfach auslachen wegen unserer komischen, albernen Gesetze. Vielen Dank. Okay, then we'll have the last talk for today, before the break, of course. Und nun kommen wir zum letzten Vortrag vor der Pause. Das ist Promium. Und wir wollen zuerst ein Video zeigen. I hope that works. Hi, I'm Herman. I'm from the Netherlands. Hi, ich bin Hermann, ich komme aus den Niederlanden. Und das ist etwas, was ich im letzten Sommer gebaut habe. Das zeigt euch die Bewegung von Zufallspartikeln. Und wenn die grünen und roten Partikel sich treffen, dann formen sie weiße Partikel. Und das ist ein Simulator für Zufallsbewegungen von Partikeln und Reaktionen und Fusionen. Und als Bio-Nano-Wissenschaftsstudent finde ich das sehr spannend. Das ist etwas, womit wir arbeiten. Und ich dachte mir, sowas sollte ich mal implementieren, aber als Web-App. Das läuft also komplett in JavaScript. Okay. Was ihr gerade gesehen habt, ist etwas, das sich Brownsche Bewegung nennt. Und es heißt, dass wenn ihr Partikel in einer Flüssigkeit hast, zum Beispiel in eurem Körper, da gibt es überall Wasser, dann bewegen sich diese Partikel zufällig, denn sie kollidieren überall mit anderen Wasserpartikeln und diese verschieben sie in zufällige Bewegungen mit zufälligen Geschwindigkeiten. Und daraus bekommt ihr eine Zufallsbewegung. Und das könnt ihr sehr einfach simulieren, indem ihr eine Position nehmt und diese Position mit einer zufälligen Richtung in jedem Schritt eurer Simulation updatet. Das ist sehr einfach, aber es wird schwieriger, wenn ihr Reaktionen bauen wollt. Wenn zum Beispiel zwei Partikel kollidieren und sich in ein drittes Partikel transformieren. Ihr könnt zum Beispiel einfach gucken, welche Partikel nah genug beieinander sind, um zu kollidieren. Aber das ist viel zu langsam, wenn ihr 100.000 Partikel habt. Was ich also stattdessen mache, ist, dass ich eine Voxelposition für jedes Partikel berechne und nur Kollisionen innerhalb dieser Voxel mache. Und in zwei Dimensionen sieht das so aus. Ihr habt all diese Partikel, die zufällig verteilt sind, und dann schiebt ihr die in Voxel und dann könnt ihr Kollisionen finden. Zum Beispiel sagt ihr, dass Partikel im selben Voxel miteinander reagieren. Eine interessante Sache ist die Datenstruktur, die dahinter steckt. Ihr habt im ersten Schritt, also all diese, müsst ihr all diese Voxel finden und dann müsst ihr die Kollision berechnen.
Wenn man also das sehr naiv implementiert, kann man eine Hashtable mit drei Ebenen bauen, aber das ist sehr, sehr langsam, weil man für jeden Zyklus eine eigene Hashtable bauen muss. Stattdessen nehmen wir also die drei Dimensionen und bauen daraus eine Hashtable auf einer Ebene. Oder wir machen eine Tupelliste, was ich in diesem Programm mache. Da nimmt er die Position, das ist der 30-Bit-Integer und die Partikel-ID. Und wenn ihr diese Liste nach Position sortiert, dann habt ihr sowas hier. Das gelbe Label hier ist falsch, leider. Und in dieser Liste kann man dann sehr leicht die Partikel finden, die nah genug beieinander sind. Das ist viel effizienter, auch aus einer Speicherplatzperspektive. Außerdem mache ich auch sowas Ähnliches wie Multithreading. Dafür nutze ich Webworker, um das Rendern der Simulation zu trennen von der Berechnung der einzelnen Frames. Wenn man also eine sehr große Simulation hat, in dem jedes Frame eine Sekunde braucht oder so, dann kann man immer noch sehr flüssig mit der Webseite arbeiten. Und um diese Daten effizient vom Webworker in den Render-Thread zu bringen, im WebGL, benutze ich etwas, was sich Bytebuffer nennt, weil das viel leichter zu kopieren ist. JavaScript-Objekte müssten jedes Mal serialisiert werden, wenn man sie in WebGL bringt. Ich mache also diesen großen Buffer und benutze hier kleinere Views, um die Positionen der Partikel zu speichern. Und zuletzt benutze ich ein paar WebGL-Shader, um diese netten Kugeln zu zeichnen. Man kann Millionen von diesen Kugeln haben und es wird sich immer noch sehr schnell rendern. Und die Simulation wird nicht geblockt vom WebGL-Rendering. Ihr findet den Quellcode online, das ist Open Source. Ihr könnt es auch selber ausprobieren unter der URL, die ihr da seht. Ihr könnt eure eigene Simulation bauen und Membranen und Partikel zusammenbringen. Vielen Dank. We will continue with a 4x3 talk. On the Open Steno Project. Weiter geht es mit einem Vortrag über das Open Steno Projekt. Hallo zusammen. Anscheinend sind noch nicht alle zurück, aber ich fange trotzdem an. Ich stelle das Steno Projekt vor. Ich erkläre, warum es gebraucht wird und wie es funktioniert. Ja, wir schauen uns an, was damit passiert und was in der Zukunft noch passieren könnte. Keine Panik. Ich spreche nicht über die Frau rechts unten. Ich spreche über die zwei Leute in der Mitte. Die machen Stenografie. Die machen das auf die altmodische Art mit einem Blatt Papier und einem Bleistift. Dann gibt es Untertitel für Fernsehsendungen zum Beispiel und die sind live. Das kann also offensichtlich nicht mit einem Blatt Papier und einem Bleistift gemacht werden, weil irgendjemand das im Fernsehen machen muss. Und das ist der Punkt, an dem es mit Hardware und Software in Berührung kommt. Auch hier auf dem 33C3 haben wir Untertitel. Die seht ihr in Saal 1 und Saal 2. Und diese Leute tippen sich die Finger wund, um euch die Untertitel zu bringen. Wenn ihr also schnell genug tippen könnt, dann helft ihnen. Wir vergleichen kurz Schreibgeschwindigkeiten. Handschrift ist offensichtlich nicht schnell genug, um einen Sprecher, eine Sprecherin zu erfassen. Und selbst die schnellsten Tipper in QWERTY und Dvořák sind nicht schnell genug. Es gibt immer Ausnahmen, wie für alles. Und wie ihr seht, sind Stenografen, erreichen Stenografen die Geschwindigkeiten ungefähr. Spracherkennung, das würden alle vermuten, aber tatsächlich ist es nicht ausreichend, gerade für technische Vorträge. Das ist also eine der Sachen, einer der Bereiche, wo wir noch Verbesserungen brauchen. Stenografie brauchen wir,
für diejenigen, die nicht das gleiche Glück haben wie wir, also die zum Beispiel hörgeschädigt sind, und man braucht es für Protokolle, für Vortragsnotizen, und da ist Geschwindigkeit alles. Bisher gibt es aber nur sehr teure Hardware dafür. Es ist proprietär und es ist nicht für jeden verfügbar. Und wenn ihr eine dieser Schulen hier beitretet, dann ist das meistens sehr teuer und die Rate der Abbrüche ist sehr hoch. Aber Stenografie ist inzwischen für jeden verfügbar. Stenografie ist ein Akkordsystem, das heißt, man drückt mehrere Tasten gleichzeitig und dann übersetzt der Computer das in Text und der kann dann ausgegeben werden auf was auch immer man möchte. Es ist ein bisschen wie ein Klavier. Man kann das ein bisschen vergleichen. Und wie ihr seht, sieht die Tastatur ein bisschen anders aus, denn man bewegt seine Hände nicht wirklich. Man bewegt die Hände nicht, um die Tasten zu drücken. Und nun zum Open Steno Projekt. Hier stellen wir Open Source Hardware und Software bereit. Und wir stellen auch Quellen zum Lernen und Dokumentation zur Verfügung, die allen ermöglichen, damit anzufangen. Sagt Hallo zu Dolores. Das ist unser Maskottchen. Das sind die Leute, die das in Python schreiben. Wie gesagt, ist das alles verfügbar. Wir haben sogar Spiele, Dokumentation, Wikis. Zum Starten braucht ihr Tastaturen. Hier seht ihr ein paar Beispiele, handgemacht oder 3D gedruckt. Und wenn ihr wollt, habe ich auch ein paar dabei. Und wir haben auch eine Steno-Maschine, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Vielen Dank. Thank you. Next talk, nächster Vortrag, 3D-Medikamente in Breitbild. Ziemlich breites Bild. Okay, sehr schön. Genau, es geht um 3D-gedruckte Medikamente. It's about 3D-printed drugs and medications. Dass wir dann im grünen Bereich sind, das ist das therapeutische Fenster, das ist der Blutspiegel vom Medikament. This is the therapeutic window, and this is the blood level, blood count. Sind wir zu niedrig, das heißt, die Dosis ist zu klein, entweder keine Wirkung oder halt you may have too small an effect or too much. Wir wieder in dieses therapeutische Fenster kommen, und das wäre eigentlich ganz nice, wenn wir 3D-Printing hätten und it would take several days to level back into the correct bandwidth. And we're dealing with pharma dynamics. Wirkung, also die Hemmung von diesen Muskelrelaxantia, das sind, die werden zur Narkose eingesetzt. Abhängig sind von der Dosis. We're studying these muscle relaxing drugs and what effects they have. Not dependent on which brand. Körpergewicht, was ihr da unten seht. This is relative to body weight. And it's important to get the dosage correct. Abhängig von Alter, Geschlecht, Genetik und so weiter. There's four different factors you may have to incorporate. Ist auch noch ein Vorteil, das heißt, es gibt Leute, die schlucken 20-30 Medikamente pro Tag. Some people have to swallow 20-30 different drugs, and they'd be glad if they can just skip one if the levels are correct. Und das ist ganz gut für Kinder oder für ältere Patienten. So especially important for children and senior citizens. Das kann man ziemlich gut regulieren. So it's much easier to self-regulate. This is an example of how ordinary drugs are released. So preclinical studies
may take several years before a drug gets to the market. This is, for example, an epilepsy medication. Spritam is released under the FDA in USA. It's been available to purchase, so you may print this yourself with a 3D printer. You may purchase the base components and print it yourself. For example, a different kind of drug, University College in London. There's a different method. First you heat, then you melt and extrude. And scientific papers have studied the specific characteristics of a donut shape, which may also influence the effectiveness of a drug. A view into the future shows us tailor-made medication. It would be nice if there was an app to go with this, so people could apply this more easily. A very famous doctor in Palestine has applied this method and been able to produce drugs for 30 cents apiece. I think this is the future of pharmaceuticals, and I hope this will take off. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Thank you. Now we are going to continue in English. Malware analysis and storage system in a 4:3 ratio. Yeah, hello, my name is Fabian. I will talk about malware. Hallo, mein Name ist Fabian und ich rede über das Malware Analysis and Storage System. Wir sind eine Gruppe von IT-Sicherheits- und Forschern aus Bonn, von der Uni Bonn und dem Fraunhofer-Institut. Wir versuchen, neue Bedrohungen und Malware-Kampagnen zu identifizieren und die Medien mit Informationen über diese Bedrohungen zu versorgen oder auch Behörden. Und natürlich brauchen wir für all diese Aufgaben spezifische Tools, wir müssen Malware-Beispiele analysieren und so weiter. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass es viele Daten gibt, viele Analyseergebnisse, die reinkommen. Also brauchen wir ein Werkzeug, um all diese Daten zu beherbergen. Leider hatten wir sowas bisher aber nicht. Wir wollen ein System, das diese Analysen auf verschiedenen Tools ausführen und sie in einer verteilten, auf eine verteilte und skalierbare Weise ausführt und sie speichert auf eine Art, die leicht durchsuchbar ist, damit andere Forscher darauf leicht zugreifen können und eigene Informationen aus diesem System rausholen können. Natürlich verändert sich Malware sehr stark. Es gibt immer neue Bedrohungen und dann braucht man neue Werkzeuge, um diese Bedrohung zu analysieren. Das heißt, das System sollte erweiterbar sein, um neue Funktionalität einzubauen. Aber es gibt natürlich schon viele Werkzeuge und viele davon sind aber nicht frei und nicht Open Source. Das heißt, wir wollen ein System, das wirklich auch für andere Forscher offen ist. Wie soll dieses System funktionieren? Wenn du ein Forscher bist oder auch nur interessiert, dann kannst du eine Malware-Datei auf den MAS-Server hochladen und es wird automatisch verteilt auf Matching-Systeme, die diese Datei analysieren können. Und diese Systeme teilen dann ihre Ergebnisse wieder mit dem Server, wo es in einer Datenbank gespeichert wird. Und dann hast du eine sehr kluge Methode, um diese Ergebnisse zu durchsuchen und zu Ergebnissen zu kommen. Diese Informationen kann man interaktiv über eine Web-API bekommen, wo man die verfügbaren Daten durchsuchen kann. Wir haben aber auch eine REST-Schnittstelle, wo man Daten vom Server programmatisch herunterladen kann.
Wir befinden uns im Prozess, diesen Code für das System auf GitHub zu stellen. Der Servercode ist schon da und anderer Code wird in der nahen Zukunft verfügbar sein und wir stellen ihn unter eine MIT-Lizenz. Das heißt, er kann frei verwendet werden. Natürlich wächst das noch, es ist immer noch nicht fertig. Bisher ist das Projekt in einem Status, wo wir sagen können, ja, works for me, aber wahrscheinlich funktioniert es noch nicht für euch. Wir müssen es noch ein bisschen polieren, ein paar Features sind noch nicht da. Leider können wir nur einen Schritt auf einmal machen. Das heißt, wenn wir zusätzliche Mitwirkende bewegen können, ihre eigenen Ideen einzubringen, dann dürfen sie das gerne tun. Dieses Projekt ist momentan in einem Zustand, wo ihr wirklich noch mithelfen könnt, dieses Projekt nach euren Bedürfnissen zu formen. Wenn ihr also euch für ein System wie dieses interessiert, dann freuen wir uns sehr über eure Mithilfe. Und damit ist mein Vortrag auch schon zu Ende. Ich lade euch ein, wenn ihr Interesse an diesem System habt, es uns zu kontaktieren und weitere Informationen mit uns abzusprechen. Ihr seht hier unsere Kontaktdaten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you. Coming up, Koala IP in widescreen. Just give me a second. It's on the wrong screen. Hi, ich bin Tim. In den nächsten fünf Minuten möchte ich euch etwas, eine Einführung zum Koala IP geben. Das ist ein offenes intellektuelles Eigentumprotokoll. Dieser Comic, der zeigt einige der Probleme, die wir damit haben. Mittelmänner nehmen ganz viel Wert aus der Kette raus und die Konsumenten bekommen keine Möglichkeit, den Künstler zu bezahlen, wie sie das eigentlich gerne tun würden. Im Internet haben wir das Problem mit genauer Attribution der Produkte, die wir haben. Um diese Probleme anzugehen, haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die Transparenz in Inhaltslizenzen geben soll, um das auch fürs Internet nutzbar zu machen. Also wenn man Koala IP auf dieses Bild anwendet, dann wäre man bei Google Images dazu in der Lage, die jeweilige Lizenz für dieses Bild überall anzugeben, um den ursprünglichen Künstler damit dem zu kompensieren, was er für eine Arbeit geleistet hat, zum Beispiel über Bitcoin. Koala IP ist über JSON gemacht und es beachtet sozusagen den kompletten Lebenszyklus einer digitalen Datei vom Autor über die Erstellung bis über den Vertrieb am Ende. Auf der rechten Seite sieht man, wie man Koala IP auf ein Buch anwenden könnte, zum Beispiel. Der Autor gibt seine Idee des Produkts an und verbindet damit die manifestierte Version mit dem Werk. Und vielleicht hat man auch noch einen Fingerabdruck, der damit verbunden werden soll, um das Ganze zu lizenzieren. Wir nutzen RDF zum Verifizieren, die Grundlagendaten, das Data Model kann iterativ angewendet werden und entwickelt werden. Und das unterstützt so eine community-getriebene Vertriebswege. Und da gibt es noch spezielle Vertriebswege für zum Beispiel Musik, die man auf entsprechend Musiklizenzen nutzen kann für verschiedene Internetseiten. Über Koala IP können die Links überall hinführen, solange sie auflösbar sind. Auf Web von heute angewendet ist es sehr wichtig und vor allem sehr interessant, weil die Netzwerke, wo diese Daten leben, sind sowohl privat und öffentlich. Am Anfang sollte es eigentlich egal sein, wer das Ganze
protocol, the Interledger protocol by Ripple, can be used to persist and transact. Ja, dass da halt eine entsprechende IP benutzt werden konnte, um das Ganze zu ignorieren. Diesmal kann man aber Interledger's crypto condition enable cross-ledger transfers in whatever. Sorry. Koala-IPs goal. Das Ziel von Koala-IP ist, dass man Lizenzen und Geld einfach transportieren kann. Und wir wollen, dass IPLD benutzt wird. Es ist in der JSON-Data-Struktur integriert. Man kann das Ganze kryptografisch verifizieren. Man kann die Herkunft einer Datei ganz genau verfolgen. Und alle Daten sollen halt auf entsprechend guten Quellen liegen und man kann diese Daten eben nicht einfach löschen, die ganzen Ressourcen. Und ein Anbieter, der halt von Koala IP genutzt wird, ist halt so eine Art Grundlage. Yeah, it's run by IPFS, Koala, and the Internet Archive. We have das ganze, all the source code, der Source Code ist frei verfügbar. Er ist unter einer CC-Lizenz und einer Apache-Lizenz freigegeben. Wir freuen uns, wenn ihr euch das Ganze anguckt und ihr könnt auch gerne mit mir sprechen. Und das ist meine E-Mail-Adresse, weil wir suchen immer noch nach Mithelfern. Danke. Thanks. Right on time. So now it's time for the annual Void Linux talk in stunning 4:3 ratio. Hallo, guten Morgen. Ich spreche wieder über den Abgrund Linux. Void Linux ist ein Open Source Distribution von Linux. Es wurde 2008 gegründet als Testumgebung für Paketmanagement auf NetBSD. Dann hat Huan, der Gründer und Projektmanager, ist von NetBSD zu Linux umgestiegen und damals ist Void Linux gegründet worden. Was ist Void Linux? Was sind die Kernsachen von Void Linux? Es ist ein Linux-System, es ist ein Rolling-Release-System. Also genau immer, wenn ein neuer Release kommt in GitHub, dann macht unser Git-Server das Paket und veröffentlicht das vollautomatisch. Der Release-Cycle ist vollautomatisch implementiert. Wir sind unterschiedlich in einigen Aufgaben. Wir nutzen libssl anstatt von OpenSSL und im Unterschied zu systemd. Wir waren sehr frühe Aufnehmer von Systemd, aber wir haben es 2012 rausgeschmissen und mit RUnit ersetzt. Unser Paketmanagement-System ist XBPS genannt und dies ist das Basissystem unserer ganzen Distribution. XBBS selber ist ein komplett neuer Paketmanager. Es unterstützt signierte Pakete und es hat sehr nette Features wie Unterstützung, dass Pakete wieder downgegradet werden können. Also wenn ein Paket schiefgegangen ist, dann können wir wieder zurück auf eine ältere Version umspringen. Es wird beim nächsten Update dann eingespielt. Außerdem haben wir ein nettes Tool, das XPPS Dgraph genannt wird. Das ist ein Werkzeug, mit dem du die Abhängigkeiten von Paketen darstellen kannst. Dieser Graph ist veraltet, weil wir inzwischen Bash statisch integriert haben und irgendwas hat hier Readline durcheinander gebracht. Warum sollte man Void Linux benutzen? Es ist sehr schnell in der Entwicklung. Du kannst schnelle, einfache Updates erwarten.
Du kannst unsere Versionen der Pakete vom Maintainer bis zu deinem System 48 Stunden erwarten. Für schwere Updates dauert es ein bisschen länger, aber für geringe Updates es ist ungefähr 48 Stunden. Es ist sehr einfach, aktiv in Vault Linux zu werden. Wir haben einen aktiven IRC-Kanal, wir haben GitHub, du kannst einfach Forks erstellen, du kannst einfach Packages erstellen. Was sind hier Arch-Linux-User im Saal? Oh, sind viele. Ich mache das jedes Jahr. Debian Ubuntu-User hier im Saal, bitte Hände hochheben. Mac-User hier im Saal? Okay, a few. Einige Mac-User. Und als letztes, letzter Vortrag 2014, es gab einen aktiven User und 2015 gab es auch einen aktiven Nutzer. Wie viele aktive Nutzer haben wir? Wonderful. Drei Nutzer, die wir dieses Jahr für Vault Linux haben. Great. Großartig. Very nice. We are sehr schön. Wir wachsen. Okay. Letztes Jahr. Letztes Jahr 14.000 Beiträge zu unserer Paketdatenbank. Unser Paketdatenbank ist über 36.000. 7.000 Packages on XFCE. Paketdatenbanke. Wir kamen ungefähr 7.000, 6.000 auf ARM. Und wir wachsen um 1.000 Pakete seit dem letzten Vortrag, letztem Jahr. Danke euch allen. Thank you. Vielen Dank. Okay, now. Next talk. Okay, der nächste Vortrag. Hat einen 43 Seiten Verhältnis. Hallo, ich will euch über ESPAS erzählen. Ein paar von euch haben das vielleicht schon gesehen, als sie das diesjährige Ticket für den Kongress runtergeladen haben. Vorher gab es nur PDF und das Wallet, aber jetzt dieses Jahr gab es auch das erste Mal das Ticket im ESPAS-Format. Und ich erzähle euch jetzt, worum es dabei geht. Um euch ein bisschen Kontext zu geben, ich liebe Bäume und ich hasse es, wenn sie darin enden oder darin. Auf dem 29C3 bin ich das erste Mal über das Passbook-Format gestolpert. Das Problem war, es gab keinen Hersteller, der mit dem ich arbeiten konnte. Die Abstracts waren da, aber sie waren keine freie Software, also musste ich von vorne anfangen. Und also habe ich Pass Android geschrieben und habe das für die Chaos-Events benutzt und auch andere Benutzer sind inzwischen an Bord. Aber ich hatte einige Probleme mit dem Format von Passbook. Es ist sehr Apple-lastig und ich stehe nicht sehr auf Apple und ich konnte auch einige Sachen nicht ändern, die ich gern geändert hätte. Zum Beispiel über Ticketformate und so weiter. Im Moment wird es auf der Client-Seite von Pass Android supported und auf der Server-Seite von Pretext, wie jetzt hier auch für den Kongress. Und für das Pretext-Team war es sehr einfach, auch für einen Nicht-Python-Programmierer ein Plugin zu schreiben. Das Format ist inzwischen auch bei der IANA registriert, das Apple-Format übrigens nicht. Shoutout to Katty, the maintainer from the K9 project, who forced me to do that. What are these things all about? So, worum geht's bei all dem? Die Hauptsache bei dem Format sind diese Barcodes. Und hier will ich einiges ändern. Im Moment ist das Format für diesen Kongress ein passwortbasierter Barcode und wir können das jetzt ändern und wir können dafür jetzt private Keys benutzen.
Alle von euch haben ein Ticket, aber einige haben leider keins bekommen. Und im Moment stellt dieser Barcode einfach nur ein Passwort dar. Und wenn man den Code weitergibt, weiß man nicht, ob jemand anders das Passwort entsprechend benutzen kann. Und vielleicht auch 100, dass der gleiche Passwort schon 100 Mal weitergegeben wird. So, man sollte nicht selbst Krypto machen. Man kann zum Beispiel ein Color Coins benutzen als Kryptosystem, aber es verbrennt ziemlich viel Energie. Eine andere Möglichkeit ist Ethereum. Damit werden wir nicht so viel Energie brauchen. Und damit etwas nachhaltiger für die Umwelt sein. Und wir können Smart Contracts benutzen. Und man kann damit das Ticket wie eine Münze betrachten, die man weitergibt. Und solange man den Private Key geheim hält, ist man selber der Einzige, der damit Zugang zum Event bekommen kann. Was ist jetzt, wenn man das Ticket weiterverkaufen will, zum Beispiel, weil man krank ist oder nicht kommen will? Man kann dann auch Probleme wie dieses vermeiden. Aber man will nicht, dass Leute wie diese hier die Tickets weiterverkaufen lassen. Wir können das auch nutzen, um anonyme Tickets zu benutzen, weil eine Möglichkeit wäre, das Ticket an einen Namen zu binden, aber das will ich nicht. Ich will meinen Namen nicht an meinen Namen nicht weitergeben. Man kann auch Mitglieds-Events machen, die nur für Mitglieder offen sind. Das hier muss ich jetzt überspringen, aber kommt nachher einfach vorbei, redet mit mir drüber. Und ich freue mich über Feedback. Sprecht mich einfach darauf an oder schreibt mir eine E-Mail. Benutzt das S-Pass-Format, wenn möglich. Und ich könnte auch ein bisschen iOS-Fallback-Hilfe brauchen. Hier, S-Pass-IT ist der Link zu dem Projekt und Ligo. Ja. Vielen Dank und schönen Kongress. Thank you very much. Next up, wo ist Markt? Als nächstes, wo ist Markt? And it's uses a 16:9 ratio. Okay. Hi. Hi. Ich bin Tobi. Ich will euch das Projekt Wo ist Markt vorstellen. Hebt mal eben die Hände, wer besucht Wochenmärkte regelmäßig? Ja, einige auf jeden Fall. Wer von euch kennt schon Wo ist Markt? Das ist ein Projekt mit offenen Daten und wir haben es in Karlsruhe begonnen und dann kam es nach Berlin und es ist gewachsen. Es geht um Märkte, also welche Märkte auch immer, Wochenmärkte, Flohmärkte, alles, was man sich denken kann. Das Problem ist, es hat für mich nicht funktioniert. Es gibt Städte, die sagen, wann und wo Märkte sind, aber die meisten der Webseiten sind furchtbar. Und wir wollten etwas finden, das einfach ist. Das ist eine Karte. Die zeigt einfach nur, wo sind Märkte. Und dann kann man auf diese Icons draufklicken und rausfinden, wann die Märkte stattfinden. Es gibt ein paar Features, die man erwarten würde. Man kann also nach Zeiten filtern, man kann unterschiedliche Städte auswählen und rausfinden, wo die Daten herkommen. Es funktioniert auch auf Mobilgeräten. Da muss man nicht mehr drüber sagen. Und es gibt bisher 36 Städte, die in dem Projekt teilnehmen. Wir haben im Februar letzten Jahres begonnen. Und dank all diesen Menschen
haben wir alle diese Städte hinzugefügt. Das Ziel des Projektes ist es, die Infrastruktur als Website bereitzustellen, aber wir wollen, dass jemand aus der Stadt die eigentlichen Daten pflegt. Wenn du also zum Beispiel aus Hamburg kommst, dann ist es deine Aufgabe, die Daten zu pflegen und zu aktualisieren. Ich möchte, dass ihr euch einbringt und dass ihr, wenn ihr zurück in eure Städte fahrt, vielleicht an Wo's Markt teilnehmt. Das ist sehr einfach. Wenn ihr einen Markt hinzufügen wollt, und da diskriminieren wir niemanden, es gibt Städte, die haben eben nur einen Markt und die können trotzdem am Projekt teilnehmen, dann ist es sehr einfach. Ihr braucht den Ort, ihr braucht die Öffnungszeiten und einen Titel, mehr oder weniger. Und das Format der Öffnungszeiten kommt aus dem, was OpenStreetMap nutzt. Das ist ganz lesbar. Und falls ihr die Öffnungszeiten nicht ganz beschreiben könnt, dann gibt es ein zweites Format, Opening Hours Unclassified, wo ihr jeden beliebigen Text eintragen könnt. Es gibt ein paar Märkte, die nicht regelmäßig stattfinden. Und dafür gibt es diesen String. Auf dieser Karte gibt es verschiedene Icons und die stellen da, wenn ein Markt nicht klassifizierte Öffnungszeiten hat. Der Code ist auf GitHub, wir haben einen Issue-Tracker, der voll mit Problemen ist. Wenn ihr also keine Daten hinzufügen wollt, aber gerne coden würdet oder sonst etwas zum Projekt beitragen würdet, dann gibt es das alles. Wir aktualisieren das häufiger und fügen Tags hinzu. Es ist nicht nur Code. Wir wollen es auch einfach für Einsteiger machen. Dafür haben wir Tags wie For Beginners oder Help Wanted. Es gibt ein paar Issues, die sehr leicht zu beheben wären. Es gibt auch einen Contribution Guide für Leute, die beitragen wollen. Er sagt zum Beispiel in drei Schritten, wie du Daten für deine Stadt hinzufügst, wie du Code hinzufügst. Und auch ein bisschen Hilfe mit Git selbst. Das ganze Projekt steht unter einer MIT-Lizenz und die Bilder und andere Assets sind unter Creative Commons-Lizenzen. Ich hoffe, dass ich euch da sehe. Vielen Dank für alle, die etwas dazu beigetragen haben. Und wenn ihr Sticker haben wollt, die brandneu sind und noch niemand hat, dann holt sie bei mir ab. Ich bin da drüben. Danke. Der nächste ist Mailbox 3000. 4:3 Format. Ja, seit einigen Jahren beschwere ich mich darüber, dass Jabber nicht für mobile Plattformen funktionieren und dass mobile Messenger nicht funktionieren, wie ich das gern hätte. Und also habe ich mich entschieden, einen neuen Messenger zu entwickeln. Die Idee ist, was sehr Einfaches zu benutzen mit einem Textprotokoll wie IRC. Und alles sollte nicht zentral sein, sondern föderiert. Und sollte ziemlich einfach sein, einen Server aufzusetzen, wo man nicht so kompliziert wie bei E-Mail, wo man immer von jemandem abhängt, der den Server auch warten kann. Und es ist immer schwierig, eine Föderation aufzusplitten. Außerdem sollte es überall verfügbar sein und nicht von einem bestimmten Protokoll abhängig sein. Wir benutzen zum Beispiel HTTP und um es einfach zu halten, benutzen wir so viele Software wieder, wie wir können. Der Server stellt nur einen Nachrichtenstore dar und Messages also up to that RSS Server and make it available only to certain users.
Letzten Endes schiebt man eine Nachricht auf einen Server, der die speichert. Jeder Server hat mehrere Eigner. Man legt einen Benutzer an und nur dieser Benutzer kann die Nachrichten lesen, die er hochgeladen hat. Also man braucht keinen zweiten Server, um die Nachrichten zwischen zu speichern oder weiterzureichen. Der Kontakt besteht aus der URL, dem Usernamen und dem Passwort für HTTP Basic Out. Also das Protokoll benutzt HTTPS oder HTTP, das geht auch, aber es gibt keinen Grund, das zu benutzen. Und HTTP Basic Auth, Basic Authentication für die Authentifizierung. Dann benutzen wir Signal, früher Axolotl, zur Verschlüsselung. Und das ganze Protokoll ist so aufgebaut, dass alles als CGI implementiert werden kann. Das macht das Protokoll ein bisschen unschöner, als es sein könnte, weil man zum Beispiel keinen Zugriff auf die HTTP-Header hat. Aber, ja, und was ich noch auch von Matrix Messenger gestohlen habe, ist, dass man ID-Servers anlegt, wo man IDs suchen kann. Zum Beispiel kann man nach der E-Mail-Adresse suchen und bekommt dann die richtige Mailbox 3000-ID. Was bisher schon umgesetzt ist, es ist komplett in C geschrieben. CGI, das CGI ist auch in C geschrieben. Die Client-Library und ein einfacher Client. Der Messenger, an dem wir arbeiten, ist ein Proof of Concept für Unix. Und ich arbeite daran, die Plattform auch auf Android zum Laufen zu bringen. Und ich benutze den Telegram Messenger bzw. den Delta Messenger für Android. Für den Desktop würde ich gerne Telepathy verwenden. Als Backend dient SQLite und MBDTLS für die Verschlüsselung. Was ist schon passiert? Der Server CGI läuft, die Client-Bibliothek funktioniert auch. Das heißt, Nachrichten erstellen funktioniert, aber ich arbeite immer noch an den grundlegenden, an den einfachen Clients, um zum Empfangen und Speichern von Nachrichten. Das Kontakt-Handling ist noch nicht implementiert, aber ich weiß, wie ich es machen will, aber ich habe es noch nicht umgesetzt. Was noch offen ist, ist ID-Handling und Spam-Schutz, aber das ist noch nicht spezifiziert. Wenn du irgendwas darüber wissen willst, komm auf die Webseite. Der Source Code ist offen, aber nicht verlinkt. Wenn du Interesse hast, dann schreib mir eine E-Mail. Danke. Everybody's basically finishing on time. That's great. Next up, Lyrisette. Jetzt geht es um Lyrisette, einen feministischen Hackerspace. Hallo ihr alle. Ich komme aus Paris. Das ist Dua und das ist Arjun. Wir sind vom Lyrisette Hackerspace in Paris. Und man darf sich fragen, wir reden über Hackerspaces und es gibt ganz viele. Aber wir sind nicht so wie jeder Hackerspace sonst wo. Wir sind ein feministischer Hackerspace. Der Sinn unseres Hackerspaces ist, dass wir eben über Feminismus sprechen und das auch etwas in den Fokus stellen. Wir waren in einem anderen Hackerspace und irgendwie waren da so Leute, die so vorbeikamen und dachten, Entschuldigung. Es waren da sehr, sehr viele Leute, die vorbeigekommen sind. Und nichts ging raus, keine Projekte. Es hat irgendwie den Hackerspace verlassen.
Und die waren einfach nur da, um miteinander Bier zu trinken, miteinander zu reden. Und als der Hackerspace geschlossen hat, haben wir uns so überlegt, was wir für euch bauen könnten. Und keine Projekte waren wirklich fertig und wussten nicht so richtig, was wir tun sollten. Und dann dachte ich so, naja, warum hat es nicht funktioniert? Wieso haben die Leute nicht zusammengearbeitet? Wieso haben sie keine Workshops miteinander gemacht? Keine nüchternen Leute, weil wir einfach Bier für lau hatten. Das ist toll, aber wenn man an Projekten arbeiten will, ist das nicht so spitzenmäßig. Außerdem haben die Leute nicht wirklich aufeinander aufgepasst, sie waren nicht inklusiv. Und ich möchte jetzt Sarah sprechen lassen, was wir gemacht haben und wie wir es vor allem gemacht haben. Wir begrüßen immer gerne Leute, die sich in anderen Hackerspaces nicht wohlfühlen. Leute wie ich, die nicht so wirklich technischen Hintergrund haben und auch nicht das Wissen haben. Und wo man eben nicht sagen konnte, so, ja, was codest du denn heute so? Und das konnte ich leider nicht sagen. Wir haben an Frauen gedacht, die nicht erklären wollten, warum sie überhaupt hier sind. Und die es einfach leid waren, immer die Witze zu hören von anderen. Und wir wollten etwas wie einen feministischen Hackerspace bauen. Und wir haben uns einmal die Woche in einer queer Bar getroffen. Sowohl für Frauen als auch für Queers. Haben wir uns am Sonntag getroffen. Und wir haben einen Code of Conduct geschrieben, wo wir so ein bisschen die Grenzen festgesteckt haben, dass wir Respekt voreinander haben, an welchen Stellen wir aufpassen müssen. Dann haben wir einen Workshop organisiert im September. Wir haben unter anderem so Data Inscription, Lockpicking. Wir haben Briefe an Chelsea Manning geschrieben. Wir haben eine Crypto-Party stattfinden lassen. Wir haben Tee getrunken, wir haben Wargames 2 gespielt haben. Wir wollten Frauen und Queers, die als diejenigen haben, die Workshops geleitet haben. Wir haben auch feministische Projekte zum Beispiel gegen Cyberbullying gestartet. Und wir haben viele Fragen bekommen von Frauen, die sich bisher nicht getraut haben, in Hackerspaces zu gehen. Wir bewahren uns unsere Kraft für diejenigen auf, die einfach Lust haben, mit uns in Hackerspace zu kommen. Und wir haben ein gutes Informationssystem gestartet auf unserer Website, wo sich die Interessierten auch darüber informieren können, was sie bei uns tun können, bevor sie bei uns reinkommen. Als Ergebnis haben wir aktuell so ungefähr 20 bis 30 Leute, die jeden Sonntag reinkommen. Es ist üblicherweise nur ein ganz kleiner Teil Männer da. Es sind sehr viele Queer-Leute da, die sich bei uns wohlfühlen. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Diversität erreicht haben. Auch Leute mit gesundheitlichen Problemen kommen zu uns und tauschen sich aus. Zum Beispiel, wie man zum Beispiel mit Angststörungen klarkommt. Aber es sind auch ein paar Sachen, die wir noch verbessern können. Zum Beispiel, es gibt nicht viele physisch beeinflusste Leute. Aktuell ist unser Raum leider nicht wirklich zugänglich für Leute im Rollstuhl. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich nicht viele andere Handicap-Leute. Wir wollen noch einiges in der Zukunft ändern, vor allem in den nächsten Monaten. Wir sind sehr homogen, auch was Alter angeht. Thank you. Danke. Okay. Hacking Medical Tech Development. Okay, Hacking von medizinischer Ausrüstung ist jetzt das nächste dran. Hacking Medical Tech Development. Okay. Hello, I'm Christoph. No, die Entwicklung von Medizinausrüstung hacken. Ich arbeite am. Ich würde euch gerne ein paar was erzählen über ein Projekt erzählen, das wir vor einiger Zeit gemacht haben und über die Idee, die dahinter steht. Actually kind of
Es geht um die interessante Idee, wie man die Bürger und die Öffentlichkeit in wissenschaftliche und Entwicklungsprojekte einbeziehen kann. Und wie man aus meinem Vortrag in Medical Tech Development sehen kann. And Medical Tech Development, also die Entwicklung von Medizintechnik ist ein Job für große Firmen, aber es ist überraschend offen für Hacking, Making und auch Einfluss von beliebigen, vielleicht nicht ganz beliebig, aber von einigen Makers. Und wir hatten einen Vortrag über Medizintechnik und es ist immer sehr interessant. Was überraschend ist, ist, dass du Leute immer außerhalb ihres technischen oder medizinischen, dass man immer Leute außerhalb von technischen oder medizinischen Berufsgebieten einbeziehen kann. Und es gibt eine Gruppe von Professionellen, die bei uns im Copernicus Center aufgeschlagen sind und die bereit waren, verschiedene Probleme zu diskutieren. Zum Beispiel hier sieht man, in diesem vereinfachten Bild sieht man eine Operation, die in der Gebärmutter einer Schwangeren durchgeführt wird und sie mussten eine Art Ventil für ihr Equipment entwickeln. Alles war sehr, sehr klein und es ging um die Entwicklung von diesem speziellen Ventil. Und zum Beispiel das hier ist ein Team von Entwicklern, von Professionellen hat ein Problem, etwas für ihr Projekt zu entwickeln, das eben auch Leben retten und Leute retten konnte. Und was wir jetzt im Copernicus-Zentrum gemacht haben, war, wir haben Leute aus dem ganzen breiten Spektrum von Interessierten interessierte Leute aus verschiedenen Bereichen eingeladen haben. Und wir haben ein Problem für sie gefunden und haben es geschafft, in einfachen Worten zu beschreiben, welches Problem zu lösen war und und es waren einfach Leute, die gute Präsentationen machen konnten, aber sie und hatten ein bisschen Interesse auch in Medizintechnik und sie wurden eingeladen. Und waren aber davon abgeschreckt, von der Schwierigkeit, das Problem zu verstehen, das zu lösen war. Und also haben wir einen Hackathon durchgeführt und es war ein ziemlich großer Erfolg. Die Fotos, die ich gezeigt habe, sind von dem Hackathon. Und wir würden gern mehr Events zu dem Thema machen und mehr Projekte durchführen und mehr Open-Source-Hardware und Software bereitstellen, weil alles, was wir in dem Hackathon gemacht haben, war Open Source. Und die Teams, die die besten Ideen präsentiert haben in dem Hackathon, haben jetzt die Möglichkeit, das mit professionellen Teams umzusetzen. Wir wissen von anderen Projekten wie diesen, die aber hauptsächlich in Entwicklungsländern durchgeführt werden oder wo es zivile Unruhen gibt und der reguläre Weg über Konzerne oder nicht mehr funktioniert, die Versorgung mit Medizintechnik. Und es gibt Interesse in dem, was wir tun, und wir würden gern mehr Leute gewinnen, die interessiert sind, mit uns dran zu arbeiten und sich einzubringen. Und wenn ihr interessiert seid, dann nehmt Kontakt mit uns auf und diskutiert es mit uns. Wir wollen mehr Events machen, wir wollen mehr Hackathons machen und wir wollen uns mehr in mehr Projekte einbringen. Danke. Where are the slides? Wo sind die? Where are the slides? Was ist passiert? Wo sind die Folien? Die Folien sind da. Okay. Vielen Dank. Hallo an euch alle.
Nun zu etwas komplett anderem. Ich bin Jelena. Ich möchte euch unser kleines Event vorstellen, das wir im Balkan organisieren, den Balkan Computer Kongress. Dieser Kongress passiert jedes Jahr seit 5 Jahren. Die Folien fehlen noch. Okay. So. Also, der nächste Balkan wird nächsten September sein, am 15. und 16. September in Novi Sad, Serbien. Es ist 1 Stunde von Belgrad mit dem Auto. Es ist sehr einfach zu kommen. Es ist der 5. Kongress. Wir organisieren dies mit der Unterstützung der Wau Holland Stiftung. Wir kamen zu der Idee, diesen Kongress zu organisieren, weil es in Serbien viele Studenten gibt, aber eine schlechte ökonomische Situation und die Studenten keine Geld haben, um zu den anderen Events zu fahren. Auf dem Computerkongress dachten wir, wir machen etwas Gleiches, aber kleiner in Serbien für die serbischen Studenten in Serbien. Technik-Jungs, Nerds, weil im Moment gibt es nur 2 aktive Hackspaces in Serbien. Daher haben wir uns entschieden, dieses Event zu machen, als kleines Event. Vielen Dank für die Unterstützung von der europäischen Hacker-Community. Jedes Jahr haben wir ein CFP Open. Es startet am 1. Februar und am 1. Juli wird die Einreichungsdeadline sein und im September ist dann die Konferenz. Falls ihr mehr Informationen sehen wollt über Balkan, dann könnt ihr auf unsere Webseite gehen. Es gibt auch ein Archiv für die letzte Konferenz. Wir haben die Videos online vom 1. bis zum letzten Jahr. Und ihr könnt es auch auf FTP finden oder auf YouTube oder auf Twitter. Oder falls ihr Fragen habt, wie ihr teilnehmen könnt oder wie ihr da hinkommt, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben und wir antworten euch sehr gerne. Wir hoffen, dass wir euch bald bei Balkan sehen werden. Vielen Dank. So, der letzte Vortrag ist eigentlich kein Vortrag, sondern manche Folien gehen auf dem zweiten Screen auf und ich sehe sie gar nicht. Ja, und hier haben wir es. Moin, everyone. I'm Marius from Hamburg. Hallo zusammen, ich bin Marius aus Hamburg und ich bin hier einheimisch und ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, um die Free Software Song Vorführung zu sehen. Das hier ist eine interaktive Präsentation ist, würde ich euch einladen, ein bisschen zu entspannen, euch locker zu machen, aufzustehen, vielleicht die Schultern zu rollen, ein bisschen zurückzurollen, genau, sodass euer Körper vorbereitet ist für diese Erfahrung des Free Software Songs. So ein bisschen strecken, wenn das euch gut tut. So, das reicht. Lass uns unsere Stimmen ein bisschen vorbereiten. Bitte sing mit mir ein paar Noten. Genau. Join us now. Again. Join us now. Okay, next one. Okay, das nächste. And share the software. You be. You be. Free. Okay. Also, wer sich wieder hinsetzen will, kann sich wieder hinsetzen. Ah, so, bitte bleibt so. Wer weiß?
Join us now and share this software. Thank you very much. That was a next slide. Yeah. Next slide. Okay. So okay, nächste Folie. No, please get the slide back. Nein, bitte die Folien wieder zurückholen. Ah, okay. Ah. Very hacking, happy hacking and happy always. Happy yeah, hacking thanks. Und ja. Yeah. Danke. Great. So this concludes today's Gut, das schließt die Lightning Talks für heute ab. Man kann das Ganze morgen nochmal erleben, allerdings mit neuen Vorträgen natürlich. Also.